Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil von Wolfenstein 2. Ich freue mich, dass ihr gerade dieses Video anschaut und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, jetzt fahre ich mal diesen Gang hier lang. Im letzten Teil war ja die Rede davon, dass ich hier diese Fallen ausprobieren kann und das mache ich auch mal. Weil da steht schon einer. Sehr gut. Hier komme ich nicht durch. Ich höre Stimmen. Vielleicht sollte ich diese Falle wieder deaktivieren, dass ich da jetzt auch lang kann. Oh, da unten ist schon wieder ein Gegner. Oh, bitte nicht doch alle! Die haben alle auf mich geschossen, jetzt bin ich tot. Also nochmal neu. Diesmal fahre ich dann nicht so schnell und unkontrolliert runter. Aber ich sehe gerade, dass ich nicht nur hier oben diese Falle aktivieren kann, sondern auch da unten. Vielleicht kann ich die irgendwie anlocken, wenn ich jetzt auf den schieße, dass der jetzt hochkommt. Und wenn der kommt, dann aktiviere ich einfach die Falle. Nachladen. Carolina, wo immer Sie sind, wachen Sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. So, jetzt mache ich die Falle aber wieder aus, weil wenn ich jetzt mit dem Rollstuhl hier runterfahre, könnte es passieren, dass ich genau in diese Falle fahre. Kurz auf die Karte gucken. Huch! Mein Gott, stelle ich mich heute an. Es muss noch besser werden. Mit dem Typen anlocken, das hat ja recht gut funktioniert. Und das mache ich jetzt auch nochmal. So, jetzt mache ich die Falle wieder an. So, jetzt. Oh, jetzt habe ich da unten einen gesehen, jetzt habe ich sie ausgemacht. Muss ich sie doch wieder anmachen?
komm wieder zurück. Er steht doch da, ich sehe den doch. Yay. Carolina, wo immer Sie sind, wachen Sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. Hier gehe ich jetzt noch alles einsammeln. Da steht doch einer. Kopftreffer-Kills. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich hier hochfahren kann, damit das nach oben bringt. Also hier komme ich nicht durch. Also ich muss auf einen anderen Weg hier hoch. Die Leiter wird wahrscheinlich nicht gehen. Das hat ja super funktioniert. Oh nein! Wir sind gleich zwei! Der lebt sogar noch und ich lade nach. Das gibt's doch nicht. Oh, der lebt immer noch. Ich dachte, der ist tot. Ich brauche eine andere Waffe. Das sieht schon echt spektakulär hier aus. Oh, ich fahre auch genau den Gegnern in die Arme. Ich bin auch gleich tot. Ich hoffe, ich regeneriere mich jetzt wieder ein bisschen. Ich muss jetzt auf alle Fälle ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, jetzt sieht der Gesundheitszustand nicht mehr ganz so schlecht aus. Und jetzt wage ich es mal, hier runterzufahren. Oh. Schneller unten, als es mir lieb war. Irgendwo wird auch noch geschossen. Da.
Na, wo bist du? Du bist doch noch nicht tot. Da bist du. In dem Raum scheint es nichts mehr zu geben. Deswegen fahre ich mal weiter. Test! Test! Was? Ihr habt verloren. Das gestohlene U-Boot gehört jetzt wieder uns. Die meisten eurer Freunde sind bereits tot. Möchtet ihr die Gesellschaft leisten? General Engel ist alles an das Ziel an, ihre Waffen niederlegen. Das ist eure einzige Chance. Ich halte das ab. Jetzt muss ich doch erstmal schauen, wo ich diese Falle aktivieren kann. Aber das brauche ich ja eigentlich nicht. Nein, jetzt wäre ich fast heruntergefahren. Ich werde die Falle doch mal aktivieren, um mir den Rücken zu sichern, wenn ich jetzt hier runter gehe. Ach, hier komme ich doch gar nicht mehr hoch. Turmaufzug. Jetzt hab ich mich erschrocken. Auf ein neues, alter Mann. Ignoriere den Schmerz. Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Gut, also Förderband umkehren und zum Aufzug. Dann werde ich mal schauen, wo ich das machen kann. Komme ich nicht rein? Na komm, fall doch um, schieß doch nicht hässlich. Erstmal schnell nachladen. Oh mein Gott. Oh, der ist immer noch nicht tot. Haha. Na komm, stirb, stirb, stirb.
drücke F, um eine Granate zu werfen. Hauptmission: Erreiche den Turmplattformaufzug, kehre das Band um. Gut, das wusste ich ja auch schon vorher, dass ich dieses... Huch, jetzt habe ich aus Versehen eine Granate geworfen. Oh! Ach du Scheiße, bin ich blöd. So kann man sich natürlich auf die beste Art und Weise selber umbringen. Ach, fall um, ey, stirb einfach, stirb. Du auch bitte sterben, dankeschön. Werfen. Ich hoffe, das mache ich jetzt nicht wieder so schnell in einem ungünstigen Moment. Also hier an dieser Schalltafel kann ich nichts machen, also auch nicht dieses Band dort umkehren. Jetzt kann ich das eigentlich mal mit der Granate testen. Ah, okay, da ist diese Falle aktiviert. Fließbandsteuerung und Fahrstuhl. Aber wie kriege ich jetzt diese Falle hier aus? Zum Lesen E halten. Amerikanische Gebiete florieren unter neuem Regime. Washington, 12. Juni 1961. Das Ministerium für das regionale Wohl der amerikanischen Gebiete hat heute eine Sammlung unabhängiger Berichte veröffentlicht, die den Zustand der amerikanischen Gebiete seit der Befreiung von dem ehemaligen korrupten Regime und der Einführung der neuen amerikanischen Ordnung untersucht haben. Die unabhängigen Berichte stellen einstimmig fest, dass das amerikanische Volk während der ganzen Geschichte des Kontinents noch nie so wohlhabend war. Sie führten auch an, dass der Bestrafer die Bombe, die den amerikanischen Gebieten den Frieden gebracht hat, einen Großteil zum Erwachen der Menschen beigetragen hat.
Dies bekräftigt nur, dass wir schon immer gewusst haben, dass das amerikanische Volk von einer Gruppe korrupter Eliten gefangen gehalten wurde, die nie an dessen Wohlergehen interessiert war. Band umgekehrt. Gut, Förderband umgekehrt. Auf geht's. Plattformaufzug aktivieren. Aber das mache ich jetzt nicht, das hebe ich mir für den nächsten Part auf. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.